2014 feierte der Wilderness Act von 1964 in den USA sein 50. Jubiläum. Er begründete ein neues Phänomen im US-Naturschutz: große Flächen, in denen die Natur sich ausbreitet und der Mensch nur Besucher ist. Echte Wildnis, wie sie der Wilderness Act vorsieht, findet sich in der Wind River Range. Das ist die Wind River Range in Wyoming, der größte Gebirgszug des Bundesstaats mit mehreren Viertausendern. Es gibt einen 150 Kilometer langen Wanderweg, der von Norden nach Süden verläuft. Die Ost-West-Verbindung ist 50 Kilometer lang. Beide Wege führen fast ausschließlich durch die Wildnis. Das Gebirge liegt im Westen von Wyoming, südöstlich der Nationalparks Yellowstone und Grand Teton. Keine einzige Straße durchschneidet die Berge. Den besten Überblick über die Wind River Range hat man aus einem kleinen Flugzeug. Das Gebirge ist riesig, aber wenn man tiefer fliegt, kann man das Stow Creek Basin erkennen, wo wir wandern wollen. Auch die Gletscher sind gut zu sehen. Wahnsinn, wie groß das Gebiet ist. Die Baumgrenze ist klar zu erkennen. Überall dichte Wälder und auf einen Schlag nichts mehr. So weiß man, wo die Höhenlinie auf 3200 Meter verläuft. Alles oberhalb davon ist alpines Gebiet. Was für Felsen! Man kann sich kaum vorstellen, wie es hier wohl ausgesehen hat, bevor sich die Gletscher bildeten. Sie haben die Landschaft aufgerissen, abgeschmirgelt und wieder aufgerissen. Gletscher sind ja im Grunde riesige, 600 bis 900 Meter dicke Flüsse aus Eis. Sie haben unwahrscheinliche Kräfte und können Berge aufbrechen, aber auch glätten und solche runden Talkessel schaffen. Traumhaft. Die Gletscher schufen auch die Seen durch das mitgeführte Sediment in Flussbetten oder am Grund von Wasserfällen. Das Geröll verdichtete sich zu Dämmen und so entstand ein See nach dem anderen. Der höchste Gipfel in Wyoming, der Gannett Peak, ist 4200 Meter hoch. Wie es wohl aussehen würde, wenn das ganze Gebirge von einer 300 Meter dicken Eisschicht überzogen wäre? In den Tälern wäre das Eis mindestens 1200 Meter dick. Eine einzige glatte Fläche. Und sobald sich die Erde erwärmt, bohren sich überall Gipfel aus der Eisdecke. Das Eis kommt in Bewegung und verändert die Landschaft. Ich kann mir schon gut vorstellen, wie anstrengend unsere Tour wird. Am Boden sieht es nicht so schlimm aus wie aus der Luft, aber es wird bestimmt hart. Wir steigen auf über 3500 Meter. Der Mann, der die Wind River Range am besten kennt, ist Biologe und heißt John Myoncinski. Er und mein Bruder Dick Yeatman wollen mir die Tour auf der Karte zeigen, bevor es hinaus in die Wildnis geht. Wir wollen hoch auf 3500 Meter und starten bei 2300 Meter. Kannst du mir kurz erklären, wie das mit Atlantic City, den Minen und dem Gold war? Muss das sein? Das ist wirklich der letzte Schrei. Würde Mama das gefallen? Für hier draußen ist es echt schick. Es kann losgehen. In den 1840er Jahren stieß man hier auf Gold.
Das war noch vor dem Goldrausch in Kalifornien. Aber erst nachdem hier vor den Toren der Stadt eine Armee aufgestellt wurde, konnten die Goldsucher in Sicherheit arbeiten. Sie kamen aus dem Westen und zogen langsam ostwärts. Der Goldrausch hat dazu beigetragen, diese gottverlassene Gegend hier zu besiedeln. John, wie kalt wird es hier im Winter? Ich habe schon minus 48 Grad erlebt. Minus 48? Normalerweise um die minus 30 Grad. Wir haben das Stadtgebiet verlassen. Nach Atlantic City hinein geht's prinzipiell abwärts. Aus der Stadt heraus immer aufwärts. 1870 lebten mehrere tausend Menschen in South Pass City. Tatsächlich? South Pass City liegt 6 Kilometer von hier entfernt. Und aus Atlantic City kamen sie in Massen hierher. Jahr für Jahr wurden neue Stollen gegraben. Und mit der Zeit gab es hier hunderte von Goldminen. Die Bergarbeiter haben deutliche Spuren hinterlassen. Von den Indianern, die vor ihnen hier lebten, den Shoshonen, gibt es unauffälligere Relikte, obwohl sie so lange da waren. Niemand würde hier mit Felszeichnungen rechnen. Ja, auf dieser Hochebene gibt es eine nackte Felswand, die zum Ten Sleep Canyon gehört. Fast alle Felszeichnungen der Shoshonen liegen im Ten Sleep Canyon, der aus Sandstein besteht. Hier sehen wir vermutlich heilende Geister oder Götter. Die Shoshonen haben sie wahrscheinlich mit Wapiti-Geweihzinken oder scharfen Steinen eingeritzt. Dieser Umriss hier stellt vermutlich Paar Weib dar, eine Wassernymphe, die in bestimmten Seen lebt und dich hinunterziehen kann, wenn du zu nahe ans Wasser kommst. Das Bild hört nicht auf. Die Schafesser waren Indianer, die bei allen anderen Stämmen als große Heiler galten. Menschen, die engeren Kontakt zu den Geistern hatten. Bei vielen indianischen Kulturen war die geistige Gesundheit wichtiger als die körperliche. Die Schafesser lebten prinzipiell in den Bergen, denn die Berge ragten hoch zum Himmel hinauf, wo die Geister ihren Sitz haben. Und die Vögel konnten zu den Geistern fliegen. Deshalb hielt man sie für die Botschafter der heilenden Geister. Meine ersten Felszeichnungen in der Wind River Range. Das ist nur ein bescheidenes Beispiel für Felszeichnungen in dieser Region. Manche schätzen, dass die Shoshonen bereits vor 10.000 Jahren aus dem Südwesten hierher kamen. Der Wind River ist ein wichtiger Nebenfluss des Yellowstone River. Der wiederum fließt in den Missouri River und dieser dann in den Mississippi River. Um die Wind River Range zu genießen, muss man hinaus in die Wildnis. Und das geht nur zu Fuß oder im Sattel. Alles, was wir brauchen, müssen wir mitnehmen. Und das muss alles sorgfältig verpackt sein. Alles. Wir werden in 3 Tagen 32 Kilometer zurücklegen und unser Weg führt hoch auf über 3200 Meter. Da es Sommer ist, werden wir von Moskitos und anderen Insekten nicht verschont bleiben. Und 1-2 Gewitter wird es auch geben. Das ist die wildeste Wildnis der 48 kontinentalen Bundesstaaten. Maulesel sind störrisch, aber sehr kräftig. Sie können bis zu 100 Kilo tragen, aber man muss sie sorgfältig beladen, damit auf beiden Seiten gleich viel Gewicht hängt. Sonst verlieren sie die Balance. So, die Maulesel sind bepackt. Wir marschieren zum Ausgangspunkt, müssen suchen, wo der Pfad beginnt. Hier irgendwo muss es sein. Und dann sehen wir ja, wie steil es wird. Zum Glück haben wir die Tiere. Ich habe in den 1960er Jahren hier in der Wind River Range als Schürfer angefangen. Ich vermutete Gold hier oben und so war es auch. 1971 wollte die Forstverwaltung den Wilderness Act hier umsetzen. Bis dahin war die Region eine reine Wildnis und ich bekam die Aufgabe, Wanderer, die zu Fuß oder zu Pferd unterwegs waren, zu beobachten. Man wollte wissen, was für Auswirkungen es hatte, wenn die Leute nicht mehr nur wandern, sondern auch angeln
und jagen. Das Konzept der USA, was die Landnutzung angeht, ist einzigartig in der Welt. Mit dem Wilderness Act von 1964 werden Regionen, in denen noch Wildnis herrscht, geschützt. Dort dürfen Menschen keine ständige Wohnung haben, sich nicht motorisiert fortbewegen, keine Maschinen benutzen, nicht einmal eine Kettensäge ist dort erlaubt. Nichts darf dort getan werden, was den für die Wildnis geltenden Grundsätzen widerspricht. Dieses Konzept gibt es nur in den USA. Wenn ich in Lateinamerika unterwegs bin, fällt mir auf, dass es im Spanischen kein Wort für Wildnis gibt. Wildnis, wie sie der Wilderness Act von 1964 definiert, ist eine typisch US-amerikanische Vorstellung. Viele Leute haben keine Ahnung, wie vielfältig die Wind River Range ist. Zu ihr gehören rund 1000 Seen. Für ein Gebirge von nur 150 Kilometer Länge und 40 bis 50 Kilometer Breite ist das wirklich viel. Die meisten Seen sind fischreich. Dazu kommen viele Schneefelder und Gletscher. Also kann man angeln, Gletscher wandern, Bergsteigen und Eisklettern. Ganz schön frostig. Ich schätze die Wassertemperatur auf 8 Grad. Die Artenvielfalt an Tieren findet man so schnell in keinem anderen Gebirge. Es gibt große Bestände an Dickhornschafen. Hier lebt die weltweit größte Herde von Dickhornschafen. Eine große Anzahl an Wapiti verbringt hier oben den Sommer und überwintert in den Vorbergen. Dort leben auch Gabelböcke bis hinauf auf ca. 2500 Meter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es auf den Pass schaffen. Es hieß, er sei 3350 Meter hoch. Aber mir kommt es vor wie 5500 Meter. Wie hoch ist der Gipfel dort? Der ist knapp 4000 Meter hoch. Einer von mehreren 4000ern in der Bergkette. Wir sind hier im Süden. Die meisten Gletscher schieben sich nach Norden und Nordosten. In der Wind River Range gibt es rund 30 Gletscher. Auf der sonnigeren Südseite schmelzen sie. Aber hier sind sie geschützt. Wir stehen auf dem höchsten Pass hier, weit über der Baumgrenze. Unten sieht man die Seen, wo wir unser Lager aufschlagen wollen. Vor dem Abstieg erklärt uns John die Besonderheiten dieser alpinen Region. John, du hast mich in diesen fantastischen Bergblumengarten geführt. Was wachsen hier für Pflanzen? Fast alles hier ist essbar oder hat medizinische Wirkung. Solange diese Pflanzen noch sehr jung sind, bevor sie blühen, kann man ihre Blätter roh essen. Sobald sie aufgeblüht sind, werden sie bitter. Dann muss man sie aufkochen, einen Sud herstellen. Dort wächst Schafgarbe. Sie ergibt einen prima Tee gegen Höhenkrankheit. Den könnte ich jetzt gebrauchen. Mir ist etwas schwindelig. Wir sind ganz schön hoch. Hier sind gelbe, sternförmige Blüten. Die muss man mit Wasser überbrühen. Die Blüten duften süßlich, haben aber eine keimtötende Wirkung. Man kann sie gegen Pilzerkrankungen einsetzen. Die hier haben eine entzündungshemmende, lindernde Wirkung und werden Salben zugesetzt, um trockene, rissige Haut zu behandeln. Es hat noch einen weiteren Vorteil, diese Pflanzen zu essen. Die unzähligen winzigen Insekten in den Staubgefäßen isst man mit. Eiweiß. Sie haben auch viel Vitamin C. Ja, schmeckt würzig. Die Navajos und auch die Shoshonen nannten diese Pflanze Blauer Herbst. Ein hübscher Name. Ihre Blätter schmecken nach grünen Bohnen. Tatsächlich, du hast recht. Und die großen Blätter sind perfekt, um Reis und Fisch darin einzuwickeln, für Sushi. Man glaubt, das sei eine steinige, öde Wildnis. Dabei wachsen hier alle möglichen nützlichen Pflanzen. Unendlich viele. Alle sehen wunderschön aus und alle haben irgendeinen Nutzen. Während ich mich mit Blumen beschäftige, interessiert sich mein Bruder als Geologe, der hier schon viel gewandert ist, vor allem für das Gesamtbild. Wir stehen hier auf 3350 Meter Höhe oberhalb des Doe Creek Basin.
Wie hat das hier wohl vor 15.000 Jahren ausgesehen? Damals war alles weiß. Wir würden auf dem Grat eines unendlichen weißen Eismeeres stehen. Vor 5.000 Jahren war hier alles noch von Gletschern bedeckt. Vielleicht sogar noch vor 2.000 Jahren. Der Abstieg folgt einem langen, uralten Indianerpfad. Aber wir müssen uns den Weg bahnen. Unten queren wir Wasserläufe und umrunden Seen, um unser Gepäck zu finden, das der Maultierführer hoffentlich irgendwo deponiert hat. Tusch bitte, wir sind da. Oh, heaven. Das war ein ganz schön langer Marsch. Rund 10 Kilometer mit einem Höhenunterschied von gut 600 Metern. Wir sind fix und fertig. Zum Glück haben uns die Maultiere die schwere Campingausrüstung und die Essensvorräte abgenommen. Wir müssen nur noch aufbauen. Das ist ein primitiver Wasserfilter, mit dem Amöben und Keime eliminiert werden. Hier haben wir einen Spiritusbrenner aus Messing vom Zweiten Weltkrieg. Er funktioniert einwandfrei. Man gießt etwas Spiritus in die Mitte. Durch die Löcher strömt genau die richtige Dosis Sauerstoff, damit er brennt. Aus Blechdosen habe ich einen Kamin gebaut, der den Wind abhält und die Hitze nach oben leitet. Das wird unser Basislager für die nächsten Tage. Das müssen wir alles bärensicher verpacken. Das scheint mir hier der optimale Platz zu sein. Hier ein Überzelt, damit sich innen kein Kondensationswasser bildet. Wenn man es richtig aufbauen will, kann man Heringe einschlagen. Aber wenn kein Wind bläst, ist das nicht nötig. Der Eingang hat ein Moskitonetz und lässt sich hier öffnen. Aber ich mache ihn gleich wieder zu, damit keine Insekten reinkommen. Als ich fertig war, kam der Maultiertreiber mit den Lebensmitteln und der restlichen Ausrüstung. Perfektes Timing. Wieso trage ich ein Kopfnetz und sie nicht? Die Moskitos mögen mich nicht. Außerdem fliegen sie nicht so hoch. Wenn ich auf dem Pferd sitze, belästigen sie mich nicht. Wirklich? Es kamen schon Leute hierauf, die wieder umkehren mussten. Nicht jeder verträgt diese Höhe. Da lang. Einen besseren Job gibt es nicht. Ich werde dafür bezahlt, hierher zu kommen. Meine erste Aktion nach dem Aufstehen ist ein Spaziergang rund ums Lager. Ob John wirklich einen Sommer lang nur von dem gelebt hat, was er hier fand? Hey John, hier in der Nähe der Baumgrenze wachsen ja wirklich seltsame Dinge, wie in Mittelerde. Ja, das sieht wirklich bizarr aus. Das Zusammenspiel von Schneelast und Wind lässt solche Wuchsformen entstehen. In dieser Höhe bleiben die Bäume niedrig. Der Wind fegt über sie hinweg und sie wachsen alle mehr oder weniger in Windrichtung. Wenn im Winter dann schwerer Schneefall dazukommt, 25 bis 30 Zentimeter, drückt diese Last die Bäume zu Boden. Deswegen wachsen die Stämme hier waagrecht und richten sich dann wieder auf. Wenn sie können. Richtig. Das sind Engelmann-Fichten, die einzige Fichtenart, die hier vorkommt. Wie alle Fichten sind sie gute Radikalfänger. Aus den Triebspitzen machten die Indianer eine Medizin, die gegen Winterkrankheiten aller Art half. Gegen alles, was wir unter dem Oberbegriff Erkältung verstehen. Sie wurde als Tee eingenommen. Man kann die Baumgrenze hervorragend erkennen. Es ist eine ganz eindeutige Linie. Oberhalb davon ist nur noch Tundra. Und dort wachsen andere Blumen? Ja, stimmt. Es gibt einen Überschneidungsbereich, aber die meisten Blumen unterscheiden sich deutlich von denen unterhalb der Baumgrenze. Die Seen liegen da wie Perlen einer Kette, die durch Wasserläufe verbunden werden. Dort, wo sie einmünden, findet man die meisten und größten Fische.
Das sind die besten Angelplätze. 25 bis 30 Zentimeter Länge ist für die Fische hier schon eine stattliche Größe. Na, hast du schon ein paar 30er Forellen gefangen? Weder Forellen noch andere 30er. Bis jetzt habe ich nur halb so große Fische gesehen. Das liegt daran, dass wir hier vor allem Bachsaiblinge haben, die sich so rasant vermehren, dass es schnell zur Überpopulation kommt. In fast allen Seen der Wind River Range finden die Fische gute Bedingungen. In einem See findet man Goldforellen, im nächsten vielleicht Cutthroat-Forellen. Ja, und Bachsaiblinge gibt es eigentlich überall. Die sichere Nummer, Bachsaiblinge. Es gibt über 2000 Seen hier. Nicht in allen leben Fische, aber in den meisten. Ein weiterer Vorteil hier ist, man muss nur eine halbe Stunde wandern, um zum nächsten See zu kommen, in dem vielleicht ganz andere Fischarten leben. Fische gibt es hier genug, aber John klärt uns auf, auch in der Wind River Range ist nicht mehr alles in Ordnung. Wir haben hier im Hochgebirge rund 14 Jahre lang Beobachtungen angestellt. Alle Teamkollegen haben einen Rückgang bei den kleineren Tierarten festgestellt. Auch bei den Dickhornschafen, die für diese Gegend eigentlich typisch sind. Wir befürchten, hier ist einiges im Umbruch. Das Nahrungsangebot hat sich nicht verringert. Im Gegenteil, es nimmt zu, weil weniger Tiere auch weniger fressen. Anscheinend spielen andere Faktoren eine Rolle. Wir können zwar nicht eindeutig sagen, dass es an der globalen Erwärmung liegt, aber wir wissen, dass das Wasser in höheren Lagen knapper wird. Viele Torfgebiete, die früher sehr sumpfig und feucht waren, sind ausgetrocknet. Und wir haben bei Hochgebirgspflanzen Mineralstoffmängel festgestellt. Auf Giftstoffe wie im sauren Regen reagieren alpine Gebiete besonders empfindlich. Und hier, auf über 3000 Meter Meereshöhe, fällt eben viel mehr Schnee und Regen als unterhalb der Baumgrenze. Hier ist die Konzentration umweltschädlicher Stoffe rund 15 Mal so hoch wie in niedrigeren Lagen. Das ist kein Gletschereis. Bis September ist das geschmolzen. Ja, das ist nur ein Schneefeld. Aber es gibt hier mehrere permanente Schneefelder, vor allem am oberen Ende der Schlucht da drüben. Der Schnee bleibt immer liegen. Solange es Schneefelder gibt, herrscht auch kein Wassermangel. Nach der Eiszeit sind die Gletscher über die Jahrtausende auf ihrem Weg bergab geschmolzen und haben diese Moränen hinterlassen, die man an den Talrändern sehen kann. Geröllfelder, die dem Talverlauf folgen. Da wirkten unvorstellbare Kräfte, um die Felswände so zu formen. Eine mehrere hundert Meter dicke Eisschicht und Felsbrocken von der Größe eines Wohnblocks können schon ganz schön was bewegen. Das kann man wohl sagen. Die Wind River Range ist extrem windig. Aber es gibt auch windgeschützte Stellen, wenn man sich auskennt. Das nennt man eine Krummholzzone. Hier wachsen Krüppelformen von Kieferarten wie die Tempelkiefer. Sie wachsen waagrecht. Ja, was du hier siehst, das ist ein einziger Baum. Er wuchert in Bodennähe, immer in Windrichtung. Wenn du darunter kriechst, spürst du keinen Wind mehr. Das Astwerk ist extrem dicht. Meinst du so? Ja. Stimmt, kein Wind mehr. Total windstill. Die Gletscher, die Schneefelder, die Seen, die Gebirgsbäche, die Blumen und Wälder. Das alles schützt der Wilderness Act von 1964. Dank der Voraussicht der Menschen, die das Gesetz ausgearbeitet haben, wird dieses Gebiet unverändert so lange bestehen, wie es hier Menschen gibt. Hier leben Elche. Ja, richtig. Aber ich sehe keine.
Na gut, keine Elche. In diesen Bächen gab es haufenweise Gold. Man konnte Schürfrechte für ganze Wasserläufe kaufen.